dem Video von heute geht es natürlich wieder um eine Nahtoderfahrung. Aber es geht in diesem Zusammenhang auch über die Sinnfindung im Leben, die Überwindung von Lebenskrisen und die Überwindung der Angst vor dem Tod. Heute erzähle ich die bewegende Geschichte von Diane Sherman, die während eines chirurgischen Eingriffs eine lebensverändernde Nahtoderfahrung gemacht hat. Diane wuchs in der wohlhabenden Umgebung von Beverly Hills auf und erlebte eine privilegierte Kindheit, fühlte sich aber inmitten des Elitismus und Snobismus als Außenseiterin. Ihre Nahtoderfahrung führt sie jedoch auf einem Weg der Selbstfindung und zu einem tieferen Verständnis für den wahren Sinn des Lebens. In diesem Video gehe ich der Frage nach, wie Nahtoderfahrungen wie die von Diane zu tiefgreifenden Veränderungen in Hinsicht auf das Leben, auf unsere Beziehungen und besonders unser persönlichem Wachstum führen können. Ich erkläre, wie stark sich solche Erfahrungen auf Menschen auswirken, die mit Lebenskrisen zu kämpfen haben, die nach einem Sinn in ihrem Leben suchen oder einfach nur mit der Angst vor dem Tod kämpfen. Und während Dianes Reise erfahren wir, wie wichtig es ist, sich selbst zu lieben, unsere göttliche Vollkommenheit anzunehmen und mit Dankbarkeit im gegenwärtigen Moment zu leben. Dianes Geschichte der Verwandlung ist ein inspirierendes Beispiel für alle, die ihre Ängste überwinden und einen Sinn in ihrem Leben finden wollen. Dieses Video ist ein Muss für alle, die mehr über Nahtoderfahrungen, die mehr über ihr eigenes Potenzial und die ein tieferes Verständnis für den Sinn des Lebens entwickeln und erfahren wollen. Und indem ich Dianes Geschichte erzähle, möchte ich dich dazu inspirieren, die Liebe und Unterstützung, die uns hier angeboten wird, anzunehmen und deine einzigartigen Gaben und deine Bestimmung zu entdecken. Als spirituelle Heilerin hat Diane später im Leben ihre Fähigkeiten dafür eingesetzt, um unzähligen Menschen zu helfen, in ihrem Leben voranzukommen und Schmerz und Leid zu überwinden. Sieh dir das Video deshalb unbedingt bis zum Ende an, um von Dianes bemerkenswerter Reise zu lernen und wertvolle Einsichten zu gewinnen, wie man die Herausforderungen des Lebens annimmt und die Magie der Existenz wiederentdeckt. Vergiss nicht, du bist ein göttliches, perfektes Wesen und das Universum arbeitet immer zu deinen Gunsten. Mein Name ist Diane Sherman. Ich bin in Beverly Hills, Kalifornien aufgewachsen. Ich hatte eine sehr verwöhnte Kindheit. Du weißt schon, Country Club und all das wunderbare Reisen im Sommer. Als ich 10 war, war ich einen Monat auf Hawaii. Mit 13 ging ich in den Orient und einmal zu Weihnachten hatte mir meine Mutter einen Kinderladen gekauft. Es war ein sehr kleiner Kinderladen, den sie zu einem Puppenhaus für meine Schwester und mich umgebaut hat. Mein Leben war also in vielerlei Hinsicht magisch und dafür bin ich sehr dankbar. Aber der Kontrast mit dem, was ich fühlte und sah und wie die Menschen miteinander umgingen, machte nichts von all dem wertvoll. Denn ich hatte nie das Gefühl, dass ich dort, wo ich war, dazugehören konnte. Diese Art von Elitismus und Snobismus, mit der ich aufgewachsen war, sie entsprach nicht meinem Wesen. Ich habe es nicht verstanden. Ich sah keine Notwendigkeit für diese Art von Fassade, die man sich zulegt, wenn man in all dem steckt. Ich war also immer eine Art Außenseiterin. Zum Teil, weil ich in mir selbst ruhig war, aber ich hatte auch ein Bewusstsein, das viele Kinder nicht hatten. Meine Schwester und ich haben immer darüber gelacht, dass wir außersinnliche Wahrnehmungen haben. Wir wussten immer, wenn in der Familie ein Trauma bevorstand. Und davon gab es eine Menge. Mein Vater war sehr herausfordernd. Er war auch ein starker Trinker und ein wütender Mann. Er war ein Wüterich und so wussten wir intuitiv und instinktiv, was auf uns zukommen würde. Meine Mutter, die in vielerlei Hinsicht eine erstaunliche Frau war, war eine sehr ängstliche Frau und sie brachte meiner Schwester und mir bei, ängstlich zu sein. Zu dieser Zeit hatten Frauen nicht viel Macht und so wuchs ich mit dem Gefühl auf, keine Macht zu haben. Ich ging auf eine reine Mädchenschule und in meinem ersten Schuljahr war ich fast das ganze Jahr krank und verpasste so viel Unterricht, dass ich den Sommer damit hätte verbringen müssen, alles nachzuholen, was ich verpasst hatte. Aber meine Mutter hatte eine andere Geschichte mit ihren Töchtern vor. Meine Schwester und ich wurden in jenem Sommer in Wien präsentiert.
und deshalb konnte ich die Sommerschule nicht besuchen, weil es für meine Mutter wichtiger war, uns dort herumzuzeigen. Als ich von dort zurückkam, war das alles eine seltsame Erfahrung, denn auf dem Ball dort saßen die Wiener Royals und ich war nur ein Kind in meinem Kopf, das sich fragte, warum bin ich hier? Wie bin ich hier? Ich hatte ein wunderschönes Kleid und eine reizende Eskorte und es war fabelhaft, aber ich versuchte, dem allem gerecht zu werden und das war sehr schwer. Zu dieser Zeit arbeitete ich als Model, was eine weitere Form der Unsicherheit für mich war. Und ich versuchte wieder, einer Sache gerecht zu werden, von der ich dachte, dass ich sie nicht erfüllen konnte. Aber ich wusste, wie man das macht, weil meine Schwester und ich schon als Kinder für alle möglichen Zeitschriften fotografiert worden waren. Also war das für mich ein natürlicher Übergang. Ich habe fast 17 Jahre lang in der Modelbranche gearbeitet und war immer unsicher und ängstlich, wenn ich auf dem Laufsteg ging. Zu diesem Zeitpunkt war ich Anfang 30 und es war an der Zeit, etwas anderes zu machen. Ich wusste nicht, was ich mit mir anfangen sollte. Meine Eltern waren beide gestorben, ich war geschieden, hatte eine 6-jährige Tochter und fühlte mich wie eine Versagerin, weil ich geschieden war, ein kleines Mädchen hatte und nicht wusste, wohin ich gehen oder was ich tun sollte. Eines Tages ging ich in die Kirche, wo ich mich fast auf dem Boden niederließ und bettelte und flehte. Bitte Gott, zeig mir, führe mich, gib mir Informationen, ich weiß nicht, was ich tun soll. Und 3 Tage später hatte ich meine Nahtoderfahrung. Ich hatte 10 Jahre auf diese Operation gewartet. Ich war einige Jahre vorher mit meinem Mann in Mexiko. Wir waren mit Freunden in Acapulco und ich hatte mit ihm einen Badeunfall, bei dem ich mir den Fuß eingeklemmt hatte. Der Sog des Wassers traf mich, riss mich herum, kugelte mir das Knie aus und riss alles in meinem Knie auf. Ich wäre dabei fast ertrunken, weil ich nicht schwimmen konnte. Doch Gott sei Dank war mein Mann ein sehr guter Schwimmer, der jahrelang in Italien Wasserpolo gespielt hatte, und er packte mich, zog mich heraus und rettete mich. Aber ich habe anschließend 10 Jahre lang mit der Operation gewartet, weil ich mich damals einer offenen Kniescheibenoperation hätte unterziehen müssen. Und als Model konnte ich das einfach nicht, denn ich war erst Mitte 20, als ich den Unfall hatte. Und jetzt, 10 Jahre später, war es also an der Zeit, mich operieren zu lassen. Als ich mich der Operation unterzog, war ich sehr zuversichtlich. Die Arthroskopie war technisch nun auch endlich so weit, dass man sie durchführen konnte. Eine Arthroskopie war nun endlich sicher und man erzielte mit diesem medizinischen Eingriff wunderbare Ergebnisse. Also habe ich mich operieren lassen. Und als ich auf der Trage saß und darauf wartete, dass es losging, begann mein Körper zu zittern. Eine der Krankenschwestern kam zu mir und sagte, »Du siehst aus, als ob du dich unwohl fühlst. Möchtest du eine Wärmedecke?« Und ich sagte, »Sehr gerne.« Sie brachte mir eine, legte sie auf meinen Körper und das schien mich zu beruhigen. Als wir dann in den OP gingen, legten sie mir eine weitere Decke auf und in dem Moment, in dem sie das taten, war ich bewusstlos. Und zwar, bevor sie mir Medikamente gaben, was wirklich seltsam ist. Die Operation verlief also gut, außer, dass sie so viel mehr zu reparieren hatten, als ihnen vorher klar war, weil sie 1981 noch keine MRTs und all diese anderen modernen bildgebenden Verfahren hatten. Ich lag 1 Stunde und 25 Minuten länger auf dem Operationstisch, als sie erwartet hatten. Und damals war ich sehr, sehr dünn und die Narkose war schließlich zu viel für meinen Körper. Ich liege also im Aufwachraum und höre die Geräusche neben mir. Ich bin sehr verwirrt und irgendwie orientierungslos. Ich will nicht hinsehen, woher das Geräusch kommt, aber ich höre sie sagen, »Diane, wach auf! Diane, wach auf!« Und ich denke mir, »Oh mein Gott, Sie haben die falsche Person erwischt. Sie haben die falsche Operation durchgeführt.« Und ich hebe meine Hand und sage, »Moment, das bin ich! Das bin ich! Ihr habt die falsche Person erwischt. Ich bin hier und es geht mir gut.« Aber sie schenken mir keine Beachtung. Ich winke und rede. Aber dann wird mir klar, dass sie zu beschäftigt sind, um diese Person zu retten. Und während ich das denke, stehe ich am Fußende ihres Bettes und schaue zu ihr hoch,
während sie sich um sie kümmern und ich merke, dass ich das selbst bin. Und das Komische daran war, dass ich mich voll und ganz sehen konnte. Ich sehe mich dort und ich hatte überhaupt keine Verbindung zu mir. Ich wusste, dass ich mich erkannte, aber dieser Körper, er hatte rein gar nichts mit mir zu tun. Und das nächste, was ich merkte, war, dass ich in die Ecke des Raumes gezogen wurde und nun auf das herabblickte, was sie taten. Und ich nahm irgendwie Notiz und war fasziniert, aber in keinster Weise war ich daran beteiligt. Und ich dachte mir, ich habe hier nichts zu suchen. Das nächste, was ich fühle, ist, dass ich zurückgezogen und dann nach vorne in die Dunkelheit gestoßen werde. Dazu muss ich sagen, als Kind war das Schlimmste, womit ich zu kämpfen hatte, die Angst vor der Dunkelheit, weil ich nie wusste, was in der Dunkelheit auf mich zukommen würde. Es gab Missbrauch und Traumata im Haus und so war die Dunkelheit für mich einfach zu verletzlich, zu überwältigend und das Schrecklichste auf der Welt, völlig im Dunkeln zu sein und doch blind zu sein, weil man dann nicht sehen kann, was auf einen zukommt. Und ich dachte mir, wenn ich nur einen winzigen Lichtschimmer finde, einen kleinen Fleck, an dem ich mich festhalten kann, wird es mir gut gehen. Und als ich diesen kleinen Lichtpunkt sehe, denke ich mir, ich halte durch und alles wird gut und ich werde es schaffen. Und das habe ich in mir gesagt. Und während ich dieses Licht anstarre, wird es immer größer und größer und es kommt immer näher und plötzlich ist alles um mich herum fremd. Ich schaue auf das Licht und denke, was ist das? Denn es war wie Wolken. Das Weiß hatte eine Farbe, die ich noch nie gesehen habe. Es hatte fast alle Farben des Regenbogens, aber es ist weiß. Verstehst du? Es hat diesen glitzernden Effekt. Es war nicht nur Licht, es war Substanz und Gefühl. Und es ist überall um mich herum. Es ist alles, was ich sehen kann, alles, was ich fühlen kann, alles, was ich erleben kann. Und ich habe keine Worte dafür. Wie kann man bedingungslose Liebe beschreiben? Ich weiß nicht, wie ich sie beschreiben soll. Ich weiß nur, dass ich mich noch nie so umsorgt, angebetet, geschätzt und geborgen gefühlt habe. Alles, was man sich auf der Welt wünschen kann, habe ich in diesem Moment gespürt. Ich war zufriedener als in meinen kühnsten Träumen. Und während ich das fühle, bewege ich mich durch den Raum, der sich gerade auflöst. Und plötzlich sehe ich zwei Reihen von Mönchen in braunen Roben mit aufgesetzten Kapuzen, die wie Mönche aussahen, und ich schwebe durch sie hindurch. Und es klingt jedes Mal so albern, wenn ich sage, dass ich schwebe, aber es war wie an einem Film. Und als ich zwischen ihnen hindurchging, konnte ich einfach die Liebe spüren, die sie auf mich ausstrahlten. Ich fühlte mich wegen meiner Kindheit mit meinem Vater nicht so wohl mit Männern. Und doch, irgendwie fühlten sich diese männlichen Energien alle so liebevoll und unterstützend an. So sehr, dass es für mich fast wie eine Heilung war. Eine Heilung, in ihrer Gegenwart zu sein. Als ich am Ende der Reihe von Mönchen ankomme, tritt einer heraus und sagt, ich sage immer er, weil ich bei ihm diese guten Gefühle von Männlichkeit gespürt habe. Er sagt, du kannst nicht bleiben, es ist nicht deine Zeit. Und ich sehe ihn an und in seiner Kapuze ist kein Gesicht zu sehen. Sie ist schwarz, aber es ist wie Energie, die sich bewegt und es gibt kleine Funken von Farbe oder Licht oder was auch immer, die du in der Energie siehst. So etwas habe ich noch nie gesehen, aber es scheint so normal und natürlich zu sein, denn er spricht mit dieser Energie durch mich und ich antworte ihm durch sie. Und er sagt, du kannst nicht bleiben, du musst zurückgehen. Und ich sagte, ich habe endlich gespürt, wie es sich anfühlt, wertgeschätzt zu werden. Du kannst mich nicht mehr zurückschicken. Ich bin nach Hause gekommen. Der einzige Ort, an dem ich in meinem ganzen Leben sein wollte, ist hier, mein Zuhause. Ich bin hier, du kannst mich nicht zurückschicken. Doch er sagte, du hast ein Kind, du musst zurückgehen. Und in diesem Moment bin ich wieder in meinem Körper. Ich hatte keine Erinnerung daran, als ich aufwachte.
Und das erste Mal, dass ich wieder daran dachte, war, als ich mit meiner Schwester zum Abendessen ging. Es war das erste Mal, dass ich seit dem Erlebnis in einem Restaurant oder in einer Gruppe von Menschen war, weil ich auf Krücken ging und deshalb nicht so viel unterwegs war. Doch als ich das Restaurant betrat, spürte ich plötzlich alles und jeden. Ich spürte all ihre körperlichen Schmerzen, ihre Ängste und Befürchtungen, ihr Geschwätz. Alles stürmte auf mich ein und ich dachte, oh mein Gott, ich werde psychotisch. Das hat mir wirklich Angst gemacht. Ich wusste nicht, was ich damit anfangen sollte. So etwas hatte ich noch nie gefühlt. So bewusst und so offen gegenüber 40 Leuten in einem Raum zu sein. Ich habe mich gefragt, was ist mit mir? Was ist mit mir passiert? Ich wusste einfach, dass ich anders war. Ich wusste, dass mein Leben anders war. Dass ich die Dinge anders empfand, war mir bewusst. Aber ich hatte noch nie den Begriff Nahtoderfahrung gehört. Ich glaube, das Buch von Raymond Moody war damals schon ein Jahr alt, als ich mein Erlebnis hatte. Doch ich wusste einfach nicht, dass es so etwas überhaupt gibt. Am Anfang fühlte es sich ein bisschen wie eine Last an, nur weil alles für mich so überwältigend war. Das Bewusstsein, dass ich gestorben war, es war so groß. Das Bewusstsein für das, was ich erlebt hatte, war groß. Und das Bewusstsein, dass ich jetzt empfindlich auf Menschen reagiere, war ebenfalls überwältigend. Es war wie, okay, das bin ich jetzt. Wie gehe ich damit um? Wie werde ich damit umgehen? Kann ich damit arbeiten? Kann ich damit leben? Was soll ich damit machen? Doch in der Folge wurde ich zu Menschen geführt. Ich wurde buchstäblich vom Geist zu Menschen geführt. Menschen, die mich leiteten und die mir zeigen konnten, dass ich jetzt Gaben und Talente habe, die ich vorher noch nicht hatte. Und auch, wie ich sie weiterentwickeln und mit ihnen arbeiten kann. Ich arbeitete in der Folge mit Menschen zusammen, die mir beibrachten, wie man tief in Meditation geht. Ich begann zu channeln und Visionen zu haben. Und es hat ziemlich lange gedauert, bis ich das alles in den Griff bekommen habe. Aus irgendeinem Grund bin ich von Geburt an so veranlagt, dass die Menschen mit ihren Problemen immer zu mir kamen, schon als Kind. Die Menschen kamen zu mir, um mit mir zu reden, und als sie anfingen, sich zu mir hingezogen zu fühlen, wurde mir klar, dass es etwas gab, das ich tun sollte. Einen Prüfstein für die Menschen, um ihnen zu helfen, vorwärts zu kommen und aus ihrem Schmerz und aus ihrem Leid herauszukommen. Es fühlte sich einfach wie etwas an, das ich tun wollte und bei dem ich mich wohlfühlte. Doch ich hatte nicht das Gefühl, dass ich über die nötigen Qualifikationen verfügte. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich zur Schule gegangen war und all die Ausbildungen und alles andere bekommen hatte, um mit den Menschen zu arbeiten. Und sie sagten mir immer wieder, dass wir nicht wollen, dass du das tust, sondern dass du etwas anderes machst. Und so musste ich darauf vertrauen und ich musste sagen, ich mache das, ich mache das. Und ich kämpfte mit dem Gedanken, wie kann ich es wagen, diese Arbeit zu machen? Aber trotzdem machte ich tolle Sitzungen mit meinen Kunden und es veränderte ihr Leben. Und jedes Mal, wenn sie eine Heilung erfahren, erfahre auch ich eine Heilung. Und so weiß ich, dass es richtig ist. Aber es hat mich viel Überwindung gekostet, mein unsicheres Ich, das nicht wusste, wer ich war und was ich tun wollte, zu überwinden und der Sache zu trauen, einfach rauszugehen und zu sagen, ich kann dir helfen, ich kann dein Leben besser machen. Ich meine, woher soll das kommen? Aber sie haben mich angeleitet und sie haben mir beigebracht, das zu wissen und mich selbst zu erden und zu sagen, ja, du kannst das. Ich war nicht mehr davon eingeschüchtert, was die Leute von mir dachten, sondern sagte, es ist mir egal, was sie von mir denken. Ich weiß, wo ich hin will. Und das war ein Geschenk des Himmels und hat mein Leben verändert. Die Angst war mein größter Lehrmeister, glaube ich. Und hier ist in diesem Zusammenhang ein Akronym, das ich sehr schätze. Für mich stehen heute die Buchstaben des Wortes Angst für die folgenden Wörter. Alles nur Gedanken. Sicherheit, triumphieren. Alles nur Gedanken, Sicherheit, triumphieren. ANGST
Ich weiß, dass egal was passiert, alles in Ordnung ist. Weil ich weiß, dass der Geist für mich arbeitet und mir 24 Stunden, 7 Tage die Woche den Rücken frei hält. Für mich war es eine erstaunliche Reise, von dem verängstigten Kind, das mit 21 Jahren schon 2 Magengeschwüre hatte, von diesem Kind zu der geerdeten Kriegerin zu werden, die ich jetzt bin. Und das können wir alle sein, wenn wir uns auf unsere Verbindung verlassen. Es gibt nichts, wovor man Angst haben muss. Das habe ich gelernt. Die Dinge sind nicht so, wie sie dargestellt werden. Das alles scheint die Realität zu sein. Aber wenn du erst einmal auf der anderen Seite warst, ist das nicht die Wirklichkeit. Und du lernst, das ist nur eine Geschichte. Wenn du eine Nahtoderfahrung gemacht hast, ändert sich dein Gefühl für Geld und auch dein Gefühl für Engagement und das, was wirklich wichtig ist. Für mich ist es die Verbundenheit mit anderen Wesen in der Welt, die mir wichtig ist. Es geht nicht darum, was sie tun oder wie viel Geld sie haben. Es geht um die Verbindung mit ihnen. Ich bin immer auf der Suche nach den Wundern der Magie des Lebens. Ich suche nicht nach dem, was falsch ist. Ich suche nach dem, was richtig ist. Dankbarkeit steht für mich im Vordergrund. Es ist Dankbarkeit und Verspieltheit. Und den Rest lasse ich los, er geht mich nichts an. Derjenige, von dem du glaubst, dass er uns erschaffen hat, er ist wohlwollend und nicht böswillig und hätte niemals den Schmerz und das Leid erschaffen, das wir als Menschen uns selbst zugefügt haben. Wir müssen deshalb lernen, uns selbst zu regulieren. Und der beste Weg ist, uns selbst zu lieben. Wenn du dich selbst liebst und nicht über dich urteilst, hörst du auf, alle anderen zu verurteilen. Wir müssen auch Mitgefühl und Empathie für uns selbst und für die anderen aufbringen. Unsere Aufgabe ist es, immer die beste Version von uns selbst zu sein, damit wir das in die Welt tragen und die Schwingungsfrequenz in der Welt verbessern können. Und wenn wir lernen, das massenhaft zu tun, wird es wunderbar sein, denn es soll Spaß machen. Wir sind nicht hierher gekommen, um zu leiden, und das weiß ich aus tiefstem Herzen. Ich kann nur sagen, dass ich mich noch nie so stark gefühlt habe wie jetzt mit 76 Jahren. Und ich bin erst vor ein paar Wochen 76 Jahre alt geworden. Ich fühle mich unbesiegbar, was wirklich seltsam ist, denn mein Körper ist es nicht. Gott weiß, dass ich schon 4 Knieoperationen hinter mir habe. Aber innerlich und gefühlsmäßig fühle ich mich unbesiegbar. Ich habe erkannt, dass das Alter nur eine Zahl ist. Es ist die Einstellung, die wir zu unserem Leben und zu uns selbst haben, die uns zu dem macht, was wir sind. Ich glaube, das Wichtigste für die Menschen ist, dass sie daran arbeiten, ihre Ängste zu überwinden. Ängste vor Unsicherheit, davor, nicht gut genug zu sein, nicht fähig genug zu sein, nicht zu genügen. All die Dinge, die ich hatte, all die Dinge, die dich bei jeder Interaktion mit jemandem in die Knie zwingen. Das Wichtigste ist, darauf zu vertrauen, dass du ein göttliches, perfektes Wesen bist und dass du bedingungslos geliebt wirst. Es ist schwer, sich vorzustellen, dass man bedingungslos geliebt wird, aber ich glaube, dass es das Wichtigste ist, was wir lernen können. Denn wenn du dich geliebt, geschätzt und anerkannt fühlst, kannst du alles erreichen. Und mit 76 Jahren bin ich jetzt an einem Punkt, an dem mein Körper eher früher als später gehen wird. Und ich bin begeistert, weil ich nach Hause gehen kann. Nach Hause zu gehen ist kein Verlust, es ist ein Gewinn. Ich weiß, dass es auf der anderen Seite noch so viel für uns zu tun gibt. Ich weiß, dass es auf der anderen Seite höhere Reiche und andere Bereiche gibt. Ich möchte auf eine andere Art und Weise dienen. Es ist also nicht das Ende von irgendetwas. Es ist nur das Loslassen des Körpers, des Vehikels, in das wir hineingetreten sind und in dem wir herummanövriert sind. Wir lassen ihn los und werden wieder zur Essenz, zum Geist. Aber selbst wenn es nichts weiter gibt, als zurückzukehren und eine Ressource zu sein, ist das für mich genug.
Es ist so viel größer als alles, was wir hier tun könnten. Ich bin also aufgeregt. Ich habe keine Angst. Und das sage ich den Leuten auch. Es gibt nichts, wovor man Angst haben muss. Du wirst bedingungslos geliebt. Es gibt kein Urteil über dich, in welcher Form auch immer. Es ist ihnen egal, was du gesagt oder getan hast. Sie lieben dich trotzdem. Sie wollen nur das Beste für dich. Und sie wollen uns beibringen, dass wir das Beste für uns selbst wollen. Hier endet Dianes Nahtoderfahrung, aber das Video hier endet noch nicht. Noch eine ganze Reihe Interessantes kommt jetzt. Und wenn dieses Video dich anspricht und wenn du an die Kraft von Nahtoderfahrungen und persönlicher Transformation glaubst, dann gib ihm bitte einen Daumen hoch. Dein Like wird dazu beitragen, dass dieses Video mehr Menschen erreicht, die genau wie du auf der Suche nach Antworten und Inspiration sind. Also ich fand Dianes Bericht sehr erfrischend und sehr ermutigend. Es gibt diese albernen Vorstellungen davon, wie wohlhabende Menschen leben und wie toll alles für sie ist. Und das bedeutet natürlich, dass wir selbst ziemlich arm und mies im Vergleich zu den anderen Gesellschaftsklassen dastehen. Doch ein Mensch ist ein Mensch. Ein Baby, ein kleines Mädchen oder ein kleiner Junge. Sie haben keine Ahnung von all dem Unsinn, der als öffentliches Bild gezeichnet wird. Denn hier sagte Diane, Zitat, die Art von Elitismus und Snobismus, mit der ich aufgewachsen war, entsprach nicht meinem Wesen. Ich habe es nicht verstanden. Ich sah keine Notwendigkeit für diese Art von Fassade, die man sich zulegt, wenn man in all dem steckt. Zitat Ende. Es gibt deshalb so gar keinen Grund, irgendwen zu beneiden, bis wir in dessen Schuhen gelaufen sind. Denn Fassaden sind Fassaden. Und dahinter mag es nicht immer so schön aussehen, wie man sich das fantasiert. Denn wir sind alle Menschen. Dann sagte Diane etwas, das ich selbst vor vielen Jahren bei einem sehr geliebten Menschen beobachtet habe. Zitat: Meine Mutter, die in vielerlei Hinsicht eine erstaunliche Frau war, war eine sehr ängstliche Frau und sie brachte meiner Schwester und mir bei, ängstlich zu sein. Zitat Ende. Ich kann bezeugen, dass das wahr ist. Ich habe das mit eigenen Augen gesehen. Manchmal wird uns eine tiefe Angst von unseren Eltern schon in früher Jugend wie eine Impfung verpasst. Und dann rennen wir mit angezogener Handbremse durch unser Leben. Und die Kunst jetzt ist, das ein für alle Male zu erkennen. Das ist nicht leicht. Doch die Kunst ist das zu erkennen, einfach als erster Schritt auf einem Weg der Selbstentwicklung, wo wir uns davon durch aktive Anstrengungen wieder befreien. Genauso wie Diane es getan hat. Und heute können wir dann dadurch als völlig anderer Mensch unser Leben sehr kraftvoll und zufrieden führen. Und dann sagte Diane etwas, das besonders all die, die mein Hörbuch »Fühlen ist das Geheimnis« gekauft haben, die das sicher bestätigen werden. Denn Diane sagte, Zitat, »Eines Nachmittags ging ich in die Kirche und fühlte mich wie in einem Film, wo ich mich fast auf dem Boden niederließ und bettelte und flehte. Bitte Gott, zeig mir, führe mich, gib mir Informationen. Ich weiß nicht, was ich tun soll.« Und 3 Tage später hatte ich meine Nahtoderfahrung. Zitat Ende. Und in diesem kurzen Zitat allein wird schon deutlich, dass der Titel des Hörbuchs davon handelt, wie wir richtig beten, dass dieser Titel von Neville Goddard, auf den das Hörbuch zurückgeht, sehr bewusst und sehr treffend gewählt wurde. Fühlen ist das Geheimnis. Diane hat hier nicht einfach so gebetet. Sie hat mit aller Verzweiflung, mit aller emotionaler Macht ihr Gebet an Gott gerichtet. Und nur 3 Tage später erhielt sie eine sehr mächtige Antwort auf dieses Gebet. Wir sehen hier also, dass Gebet nicht Gebet ist. Es macht einen großen Unterschied, wie ein Gebet gesprochen wird, und darum geht es in diesem Schritt-für-Schritt-Hörbuch. Ein Link dazu ist in der Videobeschreibung. Und dann spricht Diane nochmal das Thema Angst an, aber dieses Mal in Bezug auf das zentrale Thema hier auf dem Kanal. Es geht um die Angst vor dem Tod. Doch auch Diane, sie macht uns überdeutlich, wovor wir ganz sicher keine Angst haben müssen.
Sie sagte, Zitat, und das Komische daran war, dass ich mich voll und ganz sehe. Ich sehe mich dort und ich hatte überhaupt keine Verbindung zu mir. Ich wusste, dass ich mich erkannte, aber dieser Körper hatte nichts mit mir zu tun. Zitat Ende. Und das trifft doch den Kern der Angst vor dem Tod. Es ist das größte Missverständnis heutzutage überhaupt. Und zwar die Idee, dass wir unsere Körper sind. Das ist doch der Dreh- und Angelpunkt unserer Angst. Wir glauben, dass wir unsere Körper sind. Doch das ist falsch. Dazu eine kurze persönliche Geschichte von mir. Ich hatte vor Jahren mal einen luziden Traum. Also einen dieser Träume, wo man sich voll bewusst ist, dass man träumt. Das war ein ganz, ganz toller Traum und ich sehe die Szenerie immer noch vor meinem geistigen Auge. Aber der Punkt, den ich hier mache, der ist, dass ich im Traum nicht wusste, wie viel Zeit vergangen war. Und ich dachte mir irgendwann, jetzt reicht es. Ich werde mal besser aufwachen und nach meiner kleinen Tochter sehen. Sie war damals noch sehr klein, aber ich konnte nicht aufwachen aus dem Traum. Ich meine, ich konnte aus dem Traum nicht aufwachen, um mich um meine Tochter hier in der physischen Welt zu kümmern. Und natürlich bin ich dann irgendwann aufgewacht, aber es dauerte lange. Was aber wäre, wenn ich gar nicht weiß, dass ich träume und nur deshalb glaube, dass ich der und der bin? Und das ist der entscheidende Punkt. Die Rückkehrer, sie wissen, dass sie nicht Diane oder Tasso oder Sabine sind. Sie sind all die Rückkehrer, sie sind sich sozusagen dessen bewusst, was vor sich geht und leben aus diesem wichtigen Grund heraus angstfrei. Sie identifizieren sich nicht absolut mit ihrem Körper. Sie nutzen ihren Körper. Sie sind mit ihm für eine begrenzte, kurze Zeit fest verschweißt. Aber sie kennen die Wahrheit und leben ein Leben, das auf Liebe ausgerichtet ist. Sie tragen, so wie Diane, die Liebe wirklich in die Welt. Und sie sollen und wollen uns dazu animieren, ebenfalls von der Angst loszulassen und eine Welt aufzubauen, die so unendlich viel Potenzial besitzt. Ich bin fest davon überzeugt, dass ein Teil der Aufgabe der Rückkehrer heute ist, uns darüber zu informieren, wie falsch wir mit unserer Angst vor dem Tod liegen. Die andere Seite will uns das wissen lassen. Sie könnten doch all die Erinnerungen auslöschen dort drüben. Doch die Rückkehrer, sie werden zurückgeschickt mit der Mission, uns zu informieren und uns den Weg in Richtung Liebe zu weisen. Denn wenn wir das für uns annehmen, ist so unglaublich mehr für alle von uns möglich. Und wenn diese Welle der Berichte von Nahtoderfahrungen durch die Macht und Kraft des Internets nun schneller und schneller durch unsere Gesellschaft sickert, dann ist damit sehr, sehr viel Hoffnung verbunden. Und wir sind sage und schreibe an einem Punkt, wo es an der Zeit ist, Liebe, Fürsorge und Hilfsbereitschaft in eine neue Gemeinschaft einzubringen. Und deswegen sage ich auch vielen Dank, dass ihr euch die Zeit nehmt, dieses kraftvolle und transformative Video über Nahtoderfahrungen, die Sinnfindung im Leben, die Überwindung von Lebenskrisen und die Überwindung der Angst vor dem Tod anzusehen. Es ist mir eine Herzensangelegenheit, diese Geschichten der Hoffnung, Selbstfindung und Widerstandsfähigkeit zu teilen. Das sind Lebensbeichten, die das Potenzial haben, das Leben zum Besseren zu verändern. Jetzt brauche ich deine Hilfe. Ich brauche sie, um weiterhin diese inspirierenden und informativen Inhalte zu produzieren. Diese Inhalte, die das Leben unzähliger Menschen positiv beeinflussen können. Menschen, die auf der Suche nach Antworten, auf der Suche nach Rat und Unterstützung in ihren schwierigen Zeiten sind. Und wenn du an die Kraft dieser Geschichten glaubst, diese Geschichten, die zu persönlichem Wachstum, Heilung und Selbsterkenntnis anregen, dann überlege bitte, ob du mich mit einer Spende unterstützen willst. Mit deiner großzügigen Spende stellst du sicher, dass ich dir weiterhin lebensverändernde Geschichten, fachkundige Einblicke und wertvolle Lektionen von unglaublichen Menschen wie Diane bieten kann. Mit deiner Spende unterstützt du nicht nur mich, sondern auch zahllose andere Menschen, die sich auf dem Weg der Selbstfindung, der Heilung und des Wachstums befinden. Und denke daran, dass keine Spende zu klein ist und jedes bisschen zählt. Deine Großzügigkeit wird mir helfen, mehr Menschen zu erreichen, eine positive Wirkung zu erzielen und die Botschaft von Hoffnung, Liebe und Widerstandsfähigkeit an diejenigen weiterzugeben,
die sie am meisten brauchen. Um zu spenden, klicke einfach auf den Link in der Videobeschreibung unten und sei dir sicher, dass ich deine Unterstützung sehr zu schätzen weiß. Gemeinsam können wir etwas bewirken, den Wandel inspirieren und anderen helfen, die Herausforderungen des Lebens mit Mut, Weisheit und Anmut zu meistern. Lasst uns die Reise der Heilung, des Wachstums und der Transformation gemeinsam fortsetzen. Trag die Liebe in die Welt.